in den Ofen. Und weil es zu ineffektiv ist, werden wir. Oh, das ist Schere. Werden wir alles, was. Gebrutzelt werden muss und was nur einzeln reinpasst, werden wir nicht einzeln in so einen blöden Ofen reinschmeißen. Das ist vielleicht mal cool, so wie wir es jetzt gemacht haben. Oh, wir brauchen Energie, deswegen machen wir das. Aber ich würde es gerne dann so machen, dass wir einen großen Raum machen mit ganz vielen Öfen. Dafür wäre eigentlich die Küche geeignet, weil die hat zwei Öfen, aber es ist trotzdem noch zu langsam. Also werden wir noch gucken, dass wir so eine Art Brutzelstube uns noch irgendwo hinzimmern. Und ja, ich war gerade ein bisschen abgelenkt, weil da draußen jemand lang gelaufen ist. Und ich fühle mich verfolgt. Eisen. Wir können noch was zu essen uns basteln. Ein Brot. Okay. Ich habe mich übrigens dazu entschlossen, hier dann Treppen runterzubauen. Das heißt, wenn diese Etage fertig ist, geht es dann nach unten oder nach oben. Wahrscheinlich eher nach oben weiter. Oder was man auch machen kann, ist, dass man hier quasi so eine Art, hier entlang so ein Geländer baut. Ja. Weil hier Zwischendurchgang ist, also weil es da runter geht. Also mal schauen, ob wir nach unten oder nach oben bauen. Da ist nach oben hin alles offen. Ja, vielleicht machen wir auch in der Mitte irgendwie. Ich weiß nicht. Wäre so ein Zombie-Spawner ganz cool, der mitten in der Bibliothek steht. Gibt wenigstens einen Grund, immer dieses Psch zu machen. Genau, das war hier dieser Holzattrappe. Oder diese Bücherattrappe. Ja, absoluter Dreck. Ich glaube, wir hatten noch hier noch irgendwas entdeckt, oder? Bin ich jetzt voll blöde? Ich glaube, hier war irgendwas, oder? Hier oben? Ein Spawner. Genau. Mit Brot und Eimern. Stimmt. Ja, dann machen wir das hier als, als Zoo? Ne, keine Ahnung. Was werden wir uns dazu noch ausdenken? Genau wie da, da wo noch Eisen rumflattert. Das ist dann die stille Treppe, wo die Spinnen sind. Auch wenn die ganze Zeit am Rumzwitschern sind. Mich würde mal interessieren, also die Leute, die Minecraft gucken, ihr spielt sicherlich auch Minecraft. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Ansonsten wäre es ein bisschen komisch. Oder es würde erklären, warum hier so wenig Kommentare immer kommen. Bezüglich, bau doch mal dies oder das oder ich habe das so und so gemacht. Das würde heißen, dass einfach Leute sich das so zum Spaß mal angucken. Finde ich auch in Ordnung. Habe ich auch eine Zeit lang gemacht. Mit Minecraft zumindest. Zum Beispiel. Bis ich irgendwann mal mir dachte, ach, willst du ja auch mal. Sieht ja ganz lustig aus. Ja. Aber die Leute, die auch Minecraft haben und das aktiv spielen,
Ich warte immer noch darauf, dass mir irgendwie mal jemand zeigt, was er so Cooles baut. Oder dass hier mehr Ideen kommen. Also ich weiß zum Beispiel, der ein oder andere, der auch schon bei mir auf dem Server war, der im Augenblick inaktiv ist, aufgrund ein paar technischer Schwierigkeiten, hat eine echt coole Bude gebaut. Wasserfall am Eingang und so eine Spielereien. Also man kann sich ja voll ausleben bei Minecraft. Das ist ja das Coole. Darauf warte ich eigentlich, dass er einfach mal kommt. So, ey, ich habe das so und so gemacht. Mach mal so und so. Ist doch cool. Da lasse ich mich sogar breitschlagen zu, wenn mir die Idee gefällt. Es schaffen mit der Bibliothek uns bis zu diesem, ich weiß jetzt gar nicht, wie heißt denn dieser Stein ganz am Boden hier, dieser nicht Obsidian, sondern dieses andere Zeug, was wirklich unzerstörbar ist. Wie heißt denn das? Ja, ich frage mich, ob wir bis dahin nur runterbauen können oder ob da irgendwann mal einfach Schluss ist. Auch aus Lustgründen, so von wegen so, nee. Obwohl ich es echt cool finden würde, wenn wir hier so runterbauen, ja, und dann irgendwie auch immer breiter die ganze Sache machen, bis man auch mal wirklich so ein großes Lavabecken findet, wo man einfach so eine Glasplatte rüber macht und dann latscht man über das Lavabecken rüber. Also sollten wir sowas finden hier am Grund, wir hier so stur runterbauen, dann werden wir das schön mit Glas abdecken. Haben wir es schön warm in den Füßen. Zu weit gehen. Bis hierhin rein, also bis hierhin. Ich habe übrigens letztens einen tollen Mechanismus gesehen, also wieder mal, sagen wir es mal so. Und zwar als diese Technik mit dieser Schiebeplatte da vorgestellt wurde. Und da hat einer halt so ein. Das sieht aus wie so ein Rad, das sich dreht. Finde ich sehr cool. Also sowas werde ich auch noch bauen. Irgendwas muss hier. Natürlich hier eine Treppe nach unten, also hier hoch und da nach unten. Ah, ich weiß auch nicht, es wird noch eine Menge geben, was wir hier anstellen können. Wir wollten ja auch wieder ein Stück nach drinnen gehen. Ja, uns fehlt einfach das Holz, um da. Oder sagt gleich eine Axt und eine Spitzhacke. So, und jetzt gehe ich raus und werde ein paar Bäume verprügeln. Ich weiß gar nicht, die erste Folge nach der letzten Aufnahmepause, ob die jetzt auch gleich am ersten Tag wieder rauskommt. Oder am gleichen Tag, am selben Tag, wie auch immer. Hör, wir können ja oben rausgehen, ist ja alles offen.
Sieht übrigens cool aus, wenn er so hochkommt und so ein bisschen aus, als wenn er oben Lava fließen würde, was es ja tut. Überlege, ob ich so eine Art, also richtig so eine Baumplantage anlege. Gehst du weg? Gehst du weg? Gehst du weg? Weg. Und dann müsste ich eigentlich nur aus Fackeln, also wirklich zwischen den Bäumen immer Fackeln aufstellen, dann wachsen die ja wirklich super schnell und habe ich da immer Holz. Aber sowas wollte ich ja unterirdisch machen. Es gibt hier so viel zu tun. La la la. So viele Möglichkeiten. La 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 la. Aber ich möchte erstmal eine Sache zu Ende bauen, auch wenn es langweilig ist. Also diese Bibliothek wird wahrscheinlich so ein Dauerprojekt sein. Aber alles andere, ja, zum Beispiel das Haus möchte ich langsam fertig bekommen. Und ich wollte dann auch gerne mal ein paar Waffen wieder bauen und ein paar Rüstungen. Also wir bräuchten ein paar Kühe. Ich weiß, die Rüstung, die Kühe geben, ist jetzt nicht so super und bleibt ewig, aber ist halt die günstigste und man hat dann erstmal ein bisschen Rüstung. Und dann würde ich sagen, gehen wir ein bisschen auf Monsterjagd, mal wieder. Obwohl es mal so dunkel ist. Aber ich meine, ich habe eine Idee. Ich rode hier erstmal alles und dann pflanze ich neu an, nachdem ich den Pferd gegeben habe. Tarn. Was war das denn jetzt? Das Vieh. Ach, und jetzt kommt plötzlich angelaufen, ja? Blöder Hund. Blödes Vieh Nummer 2. Na so. Ich mochte dich nie, Hund. Nicht die feine Art, aber der Hund macht mehr Probleme, als es mir hilft. Und wir brauchen immer noch Holz. Wahrscheinlich mehr als nur ein Stack voll. Denn wir möchten ja auch weiterhin diese Gänge ausbauen. Wir brauchen den Lagerraum, den brauchen wir dringend. Und ich habe überlegt, man kann zwar die Schafe scheren und dann hat man halt ihre Wolle und so, das ist ja alles toll, aber dann rennen sie ja nackig in der Gegend rum. Dagegen habe ich jetzt erstmal nichts, aber wenn man jetzt so ein Schaf tötet, spawnt ja ein neues. Also habe ich mir überlegt, wir brauchen eine Schere, wir brauchen irgendeinen stumpfen Gegenstand, wo wir den Schafen den Kopf einschlagen können und dann scheren wir die und danach sorgen wir für...